direkte Angucken, das direkte Mitsingen. Ich habe es förmlich gespürt. Mann, ihr habt vielleicht Stimmen hier. Ja. Habt ihr Energie getankt jetzt für die zweite Hälfte? Ja. Ich auch ein bisschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben schon noch ein bisschen was vor. Und vor allem, ja, jetzt ist so, ich denke mal, so ein bisschen unsere Zeit gekommen, gell? Ja. Und vor allem ihr da oben. Das ist unfassbar. Ihr müsst ja auch selber schwindelfrei sein. Also, was wir da oben auf der Bühne machen, das ist ja schon teilweise hoch, aber da oben zu sitzen, ja, Hut ab. Also, Respekt davor, dass ihr euch gerade da oben gekauft habt. Unfassbar. Schön war das. Ich habe hier so, ja, ich habe mich umgeguckt ein bisschen bei euch und ihr seid schon sehr in Karnevalsstimmung, nicht? Ja, klar, es läuft ja auch. Ja. Ich muss auch mal gucken. Ja. Das auch mal mit euch feiern, ich weiß. Da so, guck mal, ach, guck mal, ihr Süßen da mit euren Schleifchen. Das ist ja, euch erkennt man direkt im Dunkeln auch. Herrlich. Was habt ihr denn da für ein Schild eigentlich? Das kann ich natürlich nicht lesen. Aber süß sieht ihr auf jeden Fall aus. Ja. Ja, ich bin da. Ich laufe nicht weg. Ihr Lieben, ich werde jetzt auch noch ein bisschen Zeit hier bei euch verbringen. Also hier auf dieser Plattform, denn ich möchte ein paar persönliche Gedanken mit euch teilen. Am besten kann ich das ehrlich gesagt mit Musik. Denn ich lasse euch jetzt einfach so ein bisschen teilhaben an den Gedanken, die ich hatte, als ich 2016, das ist jetzt schon mittlerweile, mein Gott, als ich an diesem Lied mit drei wundervollen Jungs zusammengeschrieben habe, beziehungsweise haben sie die Inspiration.